Herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal und heute küren wir den Fotografen oder Filmemacher des Monats Dezember 2023. Bevor wir dahin kommen, wer gewonnen hat, noch einmal die Spielregeln. Jeder aktive Kunde kann ein Foto bzw. ein Video im Monat bei mir einreichen und dann wird unter allen Teilnehmern geschaut, wer wird Fotograf oder Filmemacher des Monats. Da wird natürlich viele Faktoren geschaut, was für eine Zeit ist es, passt vielleicht zum aktuellen Thema. Qualität natürlich, aber Qualität wird mit Sicherheit bei allen sehr, sehr gut sein oder ist bei jedem sehr, sehr gut. Und natürlich auch gibt es da Besonderheiten, wie zum Beispiel, hat das Model was Besonderes gemacht und so weiter und so fort. Weil Fotograf natürlich macht sehr gute Arbeit, aber auch Model kann dort sehr harte Arbeit leisten. Dann, was kann natürlich der Fotograf und Filmemacher dann dementsprechend gewinnen? Einmal natürlich ein Foto, ausgedruckt in DIN A2 Format. Natürlich, wenn es, sag ich mal, ein Video ist, was eingereicht wird, kann man nur ein Thumbnail oder einen Ausschnitt aus dem Video rausnehmen und dann dementsprechend hier präsentieren, einfach schon mal, dass man Bescheid weiß. Eine Marketing- und Vertriebsschulung hier bei mir in meinem Büro. Ich freue mich dann sehr, ihn hier begrüßen zu können, meinen Kunden, und natürlich auch eine Trophäe personalisiert. Und dann wollen wir natürlich einmal schauen, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat mein Kunde Christian Hepp. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Du hast es diesen Monat gerockt. Und ja, jetzt schon ein paar Zuschauer, die das jetzt nicht kennen, denken sich, was ist das, Familienfoto oder wie oder was? Das ist tatsächlich ein Frame, ein Ausschnitt aus einem Imagefilm von einem Restaurant. Und das ist einfach sehr, sehr gut geworden. Ich packe vielleicht mal das Video ganz am Ende rein, dann kann man sich das nochmal komplett im Anschluss einmal anschauen. Dann siehst du einfach, was ich meine. Christian, einfach extrem gute Arbeit, das sage ich dir einfach immer wieder. Hat ja auch schon fürs Fernsehen gearbeitet, beziehungsweise dort auch gelernt. Und kann einfach extrem, extrem gut Videos erstellen, tolle Imagefilme machen und so weiter und so fort. Problem, wie bei sehr vielen, sich immer unter Wert zu verkaufen, natürlich auch, wenn man einfach nicht die richtigen Kunden anzieht oder nicht weiß, wie man richtig Marketing und Vertrieb macht, dann ist es natürlich auch immer sehr schade, wenn man richtig extrem gute Imagefilme für Apple und ein nur abgibt. Deswegen ist es auch sehr schön, dass Christian jetzt hier ist und mal richtig richtiges Geld und richtige Kunden mal für sich gewinnt. Und das ist ein Appell an alle Fotografen, Filmemacher da draußen, wenn ihr gute Arbeit macht, verkauft es euch nicht unter Wert, ja. Klar, jeder fängt mal an, aber gerade wenn man auch so eine Qualität hat, was quasi 1:1 im Fernsehen irgendwie ausgespielt werden kann, dann kann man das nicht für ein Apfel und ein Ei abgeben, sondern muss dann dementsprechend die richtigen Kunden dann reinholen. Wenn du das auch willst, natürlich Marketing, Vertrieb, kommst du einfach zu mir, dann dementsprechend zeige ich es auch wie beim lieben Christian. Und falls du natürlich dann auch Spaß hast, mal ein bisschen zu erfahren, was macht denn Christian so und wie sieht das alles aus? Wir hatten schon mal einen Filmtalk, ich verlinke das mal hier im Anschluss, das kannst du dir einmal ansehen. Da haben wir auch so eine gute Stunde über Gott und die Welt bzw. auch Film gesprochen. Natürlich wie das Thema Adobe Premiere oder DaVinci und so weiter und so fort. Einfach gerne mal im Anschluss einmal ansehen. Und dann freue ich mich, Christian, dich bald hier begrüßen zu können. Wir sprechen dann nochmal, wann wir einen richtigen Termin an dementsprechend ausmachen gemeinsam und dann natürlich über den Film bzw. allgemein nochmal über deinen Filmbereich noch tiefer zu sprechen, wie es alles so schön erstellst. Jetzt kommt natürlich nochmal der Imagefilm im Anschluss. Das ist eine, noch nicht mal das Master, also das ist noch ein Timestamp oben drauf, nicht beirren lassen. Das wird natürlich in der fertigen Version ist das nicht mehr mit drin gewesen, aber ich habe jetzt Christian nicht nochmal extra nach der fertigen Version gefragt, weil sonst hätte er vielleicht merken können, oh ja, das wird vielleicht was bei mir diesen Monat. Deswegen für alle Leute, die es natürlich jetzt ansehen, nicht wundern, warum da jetzt nochmal ein Timestamp dabei ist. Viel Spaß beim Zusehen und bis dann.